Freunde der Sonne. Und zwar hat ja Unge vor ein paar Wochen, ich glaube zwei waren es insgesamt, ein Statement gebracht, wo er drei Frauen, die bis dato relativ unbekannt waren in der Szene, bezichtigt hat, ihm gegenüber eine Schmutzkampagne zu fahren. Das hat natürlich dementsprechend gebackfired, seinen Urgroßvater. Jetzt hat seine Ex-Freundin, die er auch bezichtet hat, ihr Statement gebracht, womit, was er effektiv, ohne es wahrscheinlich zu wollen, im Kern bestätigt hat, womit er sich ja komplett die Glaubwürdigkeit im Ursprungsstatement schon genommen hat. Und jetzt meldet sich Kiki, die zweite Frau, die er auch bezichtigt hatte, zu Wort. Und da gehen wir rein und hören uns an, was sie zu den Anschuldigungen, die Unge vorweggenommen hat, damals zu sagen hat. Wir gehen rein. Ich bin sehr gespannt. Hi. Und? Ich bin Kiki / Nairu und ich denke, mittlerweile kennen mich sehr, sehr viele von dem Statement, was Simon gebracht hat. Auf seinem Hauptaccount mit einer Million Reichweite effektiv. Und er wollte ja effektiv eigentlich sich im Zuge dieser ganzen Thematik um Annie the Duck ins selbe Fahrwasser sich bewegen, was absolut absurd war. Denn man muss sich hier vor Augen halten, das sind drei Personen ohne Reichweite. Und er hat sich in der Thematik als die Person mit gewaltiger Reichweite gefühlt wie eine Reeft und eine Mauki. Also, einfach Unge. Ja, Unge hat einfach Streisand-Effekt neu erfunden. Da müssen wir eigentlich jetzt umbenennen. Also, ohne Witz. Und dann kam der, mit dieser ganzen Aktion hat er alte Wunden, alten Beef wieder aufgerissen. Vic hat sich gemeldet, hat aufgezeigt, dass Unge eigentlich eine andere Person als er ist. Ein Mimi hat jetzt auch mit Tweets gegen Unge geschossen, sich über ihn lustig gemacht. Ganz wild. Dann haben sich Leute wie Revi geäußert, Leute wie Nick Beats geäußert. Ich habe hinter den Kulissen auch noch ein paar Aussagen gehört. So von anderen Leuten, die noch nicht namentlich erwähnt wurden. Und ich denen natürlich dementsprechend auch die Zeit und die Möglichkeit gebe, selber was zu sagen, wenn sie sich dann raustrauen und wollen. So. Diverse andere Leute haben sich auch gemeldet. So, also einfach nur, weil er sich dachte, oh, ich bin hier, ich setze mich jetzt mit meiner Million Reichweite in die Opferrolle und tu so, als wäre ich hier Reeft oder Mauki. Das kannst du keinem erzählen, ne? Kannst du keinem erzählen. Also diese riesige Bibel, die er auf Twitter veröffentlicht hat, wo er sehr, sehr viel geschrieben hat. Unter anderem fing er eben an, davon zu erzählen, dass es um eine Ex-Freundin, jetzt viele wissen, heißt sie Rachel, also dass es um Rachel geht, und um zwei Zuschauerinnen. Und eine davon bin ich. Und er fängt auch direkt an, davon zu erzählen, was ich so alles getan habe. Vorab, die letzte Zeit war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Als er seinen Tweet veröffentlicht hat, war ich gerade dabei, meine Tochter ins Bett zu bringen. Und ich wurde dann auf WhatsApp und überall angeschrieben. Und ich wurde gefragt, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und ich so, was ist los? Und ich habe ehrlich erstmal, als ich das durchgelesen habe, eine fette Panikattacke bekommen. Das war einer meiner freien Abende. Und freie Abende, weil ich habe zwei Kinder. Wir haben immer zwei Abende, wo wir abends mal so mies darf machen können. Auf jeden Fall hatte ich... Da muss man sich halt vorstellen, ne? Unge ist einer der größten Creator, eine riesen Plattform, und du hattest halt mal mit ihm Kontakt so, und er entscheidet sich einfach so ein Statement gegen dich zu machen, auf seiner Plattform. Und sie selber hat ja keine Community, die sie beschützt oder sowas so. Der Hate-Storm als Frau, als 2,5 Millionen auf Twitter. Einfach zehnmal so viele Menschen, wie hier in meiner Stadt leben. So, der Hate-Storm, den eine Frau abbekommt, vor allen Dingen, wenn sie jetzt auch tatsächlich irgendwie sowas wie OnlyFans macht oder sowas so, allein wegen dem Wording, was Unge verwendet hat, ist schwer vorstellbar. Weil er hat ja explizit von, ja, uns Männer glaubt man ja nicht, wenn man solche Sachen sagt oder sowas, davon gesprochen. Und hier auch im Vorfeld schön Stimmung gemacht mit, dass er ja eine Sexsucht hat und dass, ja, OnlyFans gerade und sowas, dass er so viel und er hat da richtig schön Stimmung gemacht. Richtig schön Stimmung. Und da auch, wenn man sich die Kommentare von den damaligen Statements mal anguckt, so, was für Gewürm in den Kommentaren ihren Senf zu besagten Frauen oder allgemein Frauen raushaut. So, das kannst du dir nicht ausdenken. So, dementsprechend, ich will gar nicht wissen, was sie für DMs bekommen hat.
Und der hat halt ein Publikum von 2,5 Millionen Menschen. Einfach anders ekelhaft. Wirklich eine fette Panikattacke. Also ich hatte Herzrasen und mir ging es überhaupt nicht gut. Im Nachhinein betrachtet, ja, unberechtigt. Aber das war erstmal ein Schlag ins Gesicht. Weil diese ganze Thematik, also das Hauptthema, auf das die Aufmerksamkeit gelenkt werden sollte, ist ja nun mal Rachel. Und was Rachel passiert ist. Das, was Simon da schildert, was ich damit zu tun habe, ist eigentlich komplett irrelevant, ja, und hätte komplett rausgelassen werden können. Ich denke, im Laufe... Auch das ist so absurd. So, dieses ganze Konstrukt, das war ja effektiv eigentlich nur ein Versuch, um Unges Ex-Freundin zu diskreditieren. Weil die hat ja natürlich genug gesehen und war dabei und hat genug Material, um ihm halt Schwierigkeiten zu machen, eine schlechte Zeit zu machen. So, weil Ex-Freundin halt so, ne? Und sie war in dem Fall einfach Kollateralschaden. So, nein, das ist Kiki. Das ist Kiki. So. Und es hat halt überhaupt keinen Sinn ergeben, die überhaupt zu erwähnen. So, aber es klingt natürlich besser, wenn du mehrere hast, so, gegen die du schießt, weil es klingt ja nach besser als klingt ja nach einer richtigen Hetzkampagne, die man gegen sich dann aufgebracht hat. So, also, das ist so lost. Es ist so unglaublich los. Ohne Witz. Und dann, ich meine, was hat er denn gegen sie in der Hand gehabt? Dass sie ihn belästigt haben soll. Keine Belege, keine Beweise. Einfach nur, die hat gemacht. Quelle, vertrau mir, Bruder. Und das bevor in irgendeiner Weise, aber, ne, in Verbindung mit, die wollen mich ja fertig machen, so. Und niemand hat irgendwas mitbekommen, keiner hat mit irgendjemandem offiziell gesprochen, so. Und eine Woche später kommt raus, seine Ex-Freundin wollte ein Video zu ihm machen. So, aber die wollten ihn fertig machen. Hinter den Kulissen haben sie eine Hetzkampagne gefahren, so. Und dann, mit seiner Antwort auf das Statement seiner Ex-Freundin, gesteht er effektiv im Kern die meisten Dinge ein, die sie ihm an den Kopf geworfen hat. Warum ist sie dann, also Kiki, überhaupt in der Thematik involviert? Und mittlerweile hat er sich ja auch rausgezogen aus dem Internet und gesagt, ja Leute, hier, ne, und so. Und jeder, der was böse gemeint sagt, so, der wird angezeigt, so. Ja, so, ne, so, tüdelütütü. Aber ihm geht's gut. Also, völlig unnötig. Das Video wird sich erklären, warum. Aber mit hier OnlyFans-Models und solchen Geschichten, so, da kannst du richtig schön die Incels aufrühren. Ich werde versuchen, mich sehr kurz zu halten. Ich muss vorab aber einen Disclaimer anbringen. Ich habe, wie Simon ja auch schon geschildert hat, schon eine ganze Weile mit ihm geschrieben. Ich habe leider Gottes, weil ich damals von einem Huawei auf mein jetziges iPhone gewechselt bin, nicht mehr die alten Chatverläufe. Ich habe versucht, dieses alte Handy zu laden, was auch nach sehr langer Zeit geklappt hat. Leider Gottes, selbst wenn ich meine SIM reintue, ich habe mit einem Programm am PC es versucht, ich habe mit einem anderen Android-Handy versucht, diese Chats wieder herzustellen. Ich habe diese Chats noch, also sie werden noch angezeigt, aber sie sind komplett leer. Komplett. Also mit jeder Person, nicht nur mit sie. Das Ding ist, es ist völlig irrelevant. Es ist komplett irrelevant, weil er hat auch keine Beweise gezeigt. Sie könnte sagen, Unge hat meine Niere geklaut. So. Und er wird dann sagen, nee, hab ich nicht. So. Dann wäre das gleicher Wahrheitsgehalt. Weil wir würden ja nicht wissen als Außenstehende, wer die Wahrheit sagt. Beide haben keine Belege dann für ihre Version. Und dementsprechend müssen wir doch sowieso gucken, wer glaubwürdiger ist. Da Unge doch sich selber schon gelackmeiert hat, indem er halt gegen seine Ex-Freundin geschossen hat, die ihn halt mit ihren Belegen auf links gedreht hat, ist doch seine Glaubwürdigkeit doch sowieso raus aus dem Fenster. Und das unterstreicht ja nochmal das Statement von Vic. So, dementsprechend, allein der Disclaimer, den sie hier bringt, zeigt ja fast schon auf, dass sie viel zu aufrichtig an diese ganze Sache rangeht und gar nichts falsch machen möchte. So, weil sie ist ja gar nicht in der Bringschuld in dem Fall. Unge wäre in der Bringschuld gewesen. Mehrfach. Und ihm wurde mehrfach aufgezeigt, so, ey, du hast nichts in der Hand. Du behauptest hier Dinge. Und deine Glaubwürdigkeit hat sich halt mit jeder Äußerung, mit jedem weiteren Statement, mit jeder anderen Äußerung von der Gegenseite, doller zersäbelt.
Also, sie müsste nicht mal irgendwas zeigen. Nicht mal Chatverläufe oder sowas. Selbst wenn sie Chatverläufe hätte, so, Unge hat in Bezug zu ihr auch keine gezeigt. Also, ich hätte es an ihrer Stelle nicht mal erwähnt, dass sie keine Chatverläufe hätte, so, weil, ich meine, er hat mit dem Finger auf sie gezeigt und gesagt, die hat das und das gesagt, so. Ohne Belege. Dann kann sie ja auch mit dem Finger zurückzeigen und sagen, nee, habe ich nicht. So, und dann, ne, also. Geht es halt dann wieder nur um Glaubwürdigkeit. Und wie gesagt, der Konflikt mit Vic, den er ja auch im Kern bestätigt hat, und der Konflikt mit Rachel, wo er auch die Kernproblematik bestätigt hat, na, zerrt schon hart an seiner Glaubwürdigkeit. Simon. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das wieder herstellen soll. Wie gesagt. Dementsprechend kann ich nicht noch mehr beweisen, als ich es jetzt schon kann oder widerlegen, belegen. Manche Sachen sind jetzt aufgrund dessen einfach Aussage gegen Aussage, weil ich diese alten Chatverläufe nicht mehr habe. Ich werde mich also dementsprechend versuchen, nur auf das zu beziehen, was Simon in seinem Statement geschrieben hat und was eben aktuell ist. Und was ich eben mit den Chatverläufen, die ich mit Simon hier auf diesem Handy habe, auch belegen kann. Hier und da werde ich wahrscheinlich ein bisschen abdriften müssen. Wie gesagt, es bleibt dann leider Aussage gegen Aussage. Ich möchte noch einmal erwähnen, Ich will nochmal hier positiv hervorheben, wie sie im Vergleich zu Unge wenigstens sich Gedanken gemacht hat, dass Aussage gegen Aussage herrscht. Und dass sie sich wenigstens dafür nicht schämt, aber in dem Fall ihr das Problem dahinter bewusst ist. Also, ihre Intention vermag man als Engagement verstehen. Genau. So, sie ist wenigstens engagiert. Belege zu zeigen oder halt zu besitzen, so haben wir bei Unge nicht gesehen. Das war Bruder, Quelle Vertrauen, mein Bruder. dass eben, also dadurch, dass Simon dieses Name-Dropping betrieben hat, hat er wirklich was ausgelöst. Er ist ein Riesen-Influencer und Ja. er weiß über die Konsequenzen von Name-Dropping Bescheid. Er weiß, was das auslöst. Er kennt es, was passiert. Also er weiß, was passiert, wenn man eine sehr große Community hat, die einem sehr treu ist und sehr folgt und folgsam ist und die einem alles glauben würden, vor allem auch. Was passiert, wenn man Namen nennt in einem negativen Kontext? Ich möchte da gar nicht weiter oder super tief drauf eingehen, aber ich habe wirklich schlimme Nachrichten bekommen. Ich bin dazu gezwungen worden, mehr oder weniger, weil ich das nicht mehr, also es hat mich wirklich, das hat meinen Kopf so vereinnahmt. Mir wurde gesagt, guck dir das nicht an, das macht's nur schlimmer. Aber ich bin so ein Mensch, ich kann dann nicht. Ich muss das lesen, was die Leute mir da schreiben und über mich schreiben. Das hat mich wirklich verrückt gemacht. Also mir ging es mental die letzte Zeit nicht gut. Ich habe gemerkt, wie ich mental, also mentally drained bin, aber holla die Waldfee. Und ich würde von mir behaupten, dass ich eine sehr starke Frau bin. Und ich habe viel in meinem Leben durchgemacht, aber ich habe noch nie so Hate aus dem Internet bekommen. Und das war. Ich würde auch behaupten, dass selten jemand so viel Hate aus dem Internet bekommt. Es ist schon eine Hausnummer, wenn 2,5 Millionen Menschen in deine Richtung geschickt werden. Gezielt in deine Richtung geschickt werden. Das war kein, ah, ich habe gerade Stress mit der Person, sondern diese Person will mich fertig machen. So, diese drei Personen so mäßig. Also das war halt schon, da hat jemand gezielt mit seiner Reichweite in ihre Richtung gezeigt, so. Was Neues für mich und das war schwierig, ich bin ganz ehrlich. Also ich habe Morddrohungen bekommen, ich habe ganz, ganz fiese Nachrichten bekommen. Eine Influencerin hat mich beleidigt, also eine größere, ich werde jetzt keinen Namen nennen. Das war schon wirklich schwierig. Aber Ja, die soll sich raffen gehen. ich muss auch nochmal Danke sagen zu allen, die Aber auch. man sah im Thumbnail, sah man Beleidigung und eine größere Influencerin darunter. Ich glaube, der Name, den sah man. Und die Person soll sich auf jeden Fall raffen gehen, ganz ehrlich, also. Eigentlich öffentlich entschuldigen, so nämlich. Und damals, also damals vor kurzem, liebe Worte gesagt haben. Also nochmal Dankeschön an euch. Ich habe das in dieser Zeit wirklich gebraucht, weil ich glaube, wenn ich nur Hass bekommen hätte, wäre ich in einem Loch versunken.
was nicht gut gewesen wäre, weil ich bin nur zweifache Mama und man muss sich zusammenreißen als Elternteil. Und das war wirklich schwer. Und Simon wusste, was er da tut. Und ich finde, das war echt nicht cool. Das war nicht cool. Absoluter Denkmut. Naja, gut, fangen wir an. Simon schreibt ja davon dieser Kennenlernphase, von der Anfangsphase, wo ich halt mit auf die Bildfläche gekommen bin. Es stimmt, ich war früher bei den YouTube-Live-Streams dabei und auch sehr aktiv. Erst habe ich nur einen Chat geschrieben, irgendwann dann auch mal mehr Donate. Also er hat sich da tatsächlich dann auch mit Fans getroffen. Ist halt schon schwierig, ne? Ist halt schon schwierig. Also, das Machtgefälle ist halt unglaublich groß, ne? Und ich glaube, es war irgendein Stream mit Nicht-Nilo, wo es dann um Schenkel ging und jada, jada, jada. Irgendwann ist er tatsächlich dann auch, ich glaube sogar noch on-stream auf mein Social Media gekommen und man kam dann irgendwann ins Gespräch. Er sagt in seinem Statement, dass ich zu dieser Zeit schwanger von meinem Ex-Freund war. Das stimmt. Genau, Henning. Sie ist Kiki, eine aus dem Statement, die ist effektiv Kollateralschaden. Weil das Statement war ja, hat Unge ja auch eingestanden in seinem, in einer Nachricht, die ein Rachel geleakt hat. Das Statement war ja, um Rachel zuvorzukommen. Und ich gehe davon aus, dass da, weil sie wahrscheinlich auch Dinge erlebt hat mit Unge, er sie einfach mit erwähnt hat, damit man nicht einen zu großen Schwerpunkt in der Aufarbeitung auf Rachel legen kann. Indem man einfach noch mehr Leute mit reinnimmt. So, und dann halt diesen random komischen Menschen, der da am Trollenmäßig und am Spionieren war, so, der auch noch mit rein. Oder die. So. Aber letztendlich ging es da ja eigentlich, was er ja auch in dieser Nachricht geschrieben hatte, um Rachel, seine Ex-Freundin, um die zu diskreditieren und im Vorfeld den Wind aus den Segeln zu nehmen und sie einzuschüchtern, weil das war das Statement. Simple Einschüchterung. Und das, wie sie das erlebt hat, hat sie ja gerade beschrieben. Als jemand ohne wirklicher Plattform, ohne wirklicher Reichweite, von einer Fanbase, die 2,5 Millionen stark auf Twitter ist, bombardiert zu werden und dabei aufgrund der Rhetorik von Unge teils auch einfach ekelhafte Inselmenschen, die da auf einen einschlagen, einfach nur, weil man eine Frau ist und weil sie in dem Fall auch Onlyfans-Model ist oder war. Ich weiß nicht, ob sie es weiterhin ist, es ist halt auch wirklich völlig irrelevant so. Aber da kommen ja natürlich, wenn sowas öffentlich gemacht wird, eine Frau, die, ne, Golddiggerin und Arger, so, da kommen ja natürlich nicht nur die Superfans raus, sondern da denkt sich jeder kleine Insel-Thomas so, oh, da kann ich ja endlich wieder mit einer Frau sagen, wie gemein sie ja ist, dass sie mich damals irgendeine, ne, in der dritten Klasse nicht auf den Mund küssen wollte. Diese gemeine, diese blöde, alle Frauen sind gleich, Digga. So, die kommen alle sofort raus, so, und hauen damit drauf, weil endlich mal so ein bisschen Frust abbauen, diese gemeinen Frauen, die einen nicht gönnen, so. So nehme ich. Genau, Unge hat ihr sogar noch geschrieben. Er hat ihr sogar noch geschrieben und bestätigt, dass er ihr zuvorkommen will. Beziehungsweise, dass er von ihrem Statement weiß und hat zum gleichen Zeitpunkt noch dieses Statement online gestellt, so, indem er auch sie vor den Bus an der metaphorisch die Fanbase von ihm widerspiegelt geworfen hat. So heißt, es ist ja offensichtlich klar, dass es hier gar nicht um sie im engeren Sinne ging, sondern eher um Rachel. Und das Üble dabei war, dass die beiden, die sind ja im Kontakt, ne? So, die sind ja, die kennen sich ja natürlich. Sagt Unge ja auch, oder meint Unge ja auch gesagt zu haben in seinem Statement. So. Dann aber zu sagen, dass Kiki ihm gesagt haben soll, dass Rachel ein Statement macht, damit er ihr zuvorkommen kann, also will er noch eine Bresche dazwischen schlagen, während er sie auch vor den Bus mäßig wirft, so? Also, war es nicht so, dass Unge ihr Fan auf Ulm war und hab das so in Erinnerung? Genau. Hast du richtig in Erinnerung. Aber die war vorher auch schon in der Community. Zu dieser Zeit war ich sogar, glaube ich, noch mit dem Partner vor meinem Ex zusammen. Nagelt mich nicht drauf fest, weiß ich nicht mehr. Ist auch völlig egal. Dass ich schwanger wurde, ist einige Zeit nach dem Kennenlernen passiert. Also es war nicht Kennenlernen, in Chat schreiben, Donation. Ich habe ein bisschen Sorge wegen dem Bild im Hintergrund. Bisschen Sorge. Schwanger und Madeira, das war nicht in so einem kleinen Zeitraum, das war schon in einem längeren Zeitraum. Vor der Schwangerschaft war er auf jeden Fall schon auf, wie er auch schon sagt, auf Patreon.
aktiv und hat mich da supported, ja, mit eben Geldbeträgen und so weiter, hat aber auch aktiv den Content konsumiert und auch den Chat sehr viel benutzt, da auf Patreon und ja, hat dort auch schon geschrieben. Ich möchte da jetzt nicht explizit darauf eingehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, dann machen wir jetzt einen kleinen Sprung. Die Sache, wo er auch schreibt, dass ich dann auch mal... Also so wie er es darstellt, dass sie, allein das ist auch schon ein krasser Widerspruch so. Du abonnierst doch da nicht rein, wirst dann von konsumierst den Content, weil du supportest ja nicht auf blind-mäßig so, kannst mir nicht erzählen. So, du abonnierst doch da nicht rein, so, und dann, wenn du dann die Möglichkeit hast, dann, ne, weil da irgendwie noch mehr ist, parasoziale Beziehungen und sowas so, dann sagst du, nee, diese Nuancen, die nehme ich nicht an, nein. Aber Support tue ich dich finanziell gerne und mit dir schreiben und so, diese Dienste nutzen so, ja, aber nö. Oder, also, weiß ich nicht. Das klingt für mich irgendwie absurd. So, also, weiß ich nicht, finde ich irgendwie merkwürdig. Ich bin kein Freund von so solchen Services, so, bin ich raus, so. Aber wenn ich sowas machen würde, dann würde ich doch nicht einfach nur Geld schenken. Dann würde ich doch auch die Dienstleistungen in Anspruch nehmen und da halt chatten oder halt die Bilder halt und was weiß ich alles und so. Also das kann man sich doch gleich sparen. Das kannst du einfach per PayPal Geld direkt schenken, oder nicht? Wenn man nur supporten möchte. Denke ich mir. Weil dann musst du ja nicht da irgendwie dann ne, die Plattform-Dienstleistungen und sowas so. Bestimmt gibt es da auch einfach einen Spendenlink, den du halt konsultieren kannst. So. Deswegen, weil er beharrt ja darauf, dass sie ihn ja schon fast belästigt hat, so. Und dass er ja dadurch, dass sie dann salzig wurde, weil er sie abgelehnt hat, so. Ich unter meinem Stream, ich mach das. Ich würde das an seiner Stelle nicht unter meinem Stream nicht. Ich verstehe alles nichts daran. Ich verstehe nichts daran. Lehrer war, wo ich schwanger war, das stimmt. Das war in der Corona-Zeit übrigens. Da hatte er auch nichts gegen. Genau, da war ich schon hoch. Aber bei Vic war das ein Riesenproblem, dass der während der Corona-Zeit nach Madeira ziehen wollte, so. Müssen wir wissen. Weil bei Vic ist, der ist ein Batzelschleuder. Das ist besonders gefährlich. Das war ein Superspreader. Alle anderen dürfen, Fritz Meinecke auch, easy, so, ne? Aber Vic, das ist ein kleiner Superspreader. Die Doppelmoral. Schwanger und bereits zusammengezogen mit meinem Ex, Pipapo. Ich glaube, ich war im 7. Monat schwanger oder so. Zu dem Zeitpunkt haben ich und Simon auch nur ganz normal miteinander geschrieben. Ich glaube, er hatte aber schon mein OnlyFans abonniert. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das schon so war. Aber es kann gut sein. Dann, ich weiß nicht genau, ob die Einladung zum Essen von uns kam. Es kann gut sein. Es kann aber auch sein, dass er uns das angeboten hat. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, das wäre in den alten Chats zu sehen. Wir waren dann mit Simon 2 und nicht Nilo essen. Also wir waren nicht zu viert, wir waren zu fünft. Also er hat uns dann in so ein Restaurant dann gebracht. Den Inhaber kannte er auch ganz gut. Und Simon war ganz anders als erwartet, weil er hat ja eine Sozialphobie, wie er sagt. Und ich hatte ihn sogar noch vor dem Essen, hatte ich ihn gefragt, das weiß ich noch genau. Ist es okay, dass man sich zur Begrüßung umarmt oder wollen wir einfach nur Hallo sagen? Weil ich finde es mal so ein bisschen awkward, man so jemanden umarmt. Ist es brutal unangenehm. Es ist brutal unangenehm. Grüße, Fenja, Grüße. Und der möchte das gar nicht, weil ich selber habe tatsächlich auch eine Sozialphobie und ich finde es irgendwie immer komisch, wenn man jemanden noch nicht kennt. Und oh Gott, das ist so merkwürdig. Das ist dann so eine komische Situation. Und er meinte, nee, ist okay, wenn wir uns umarmen, so all good. Und während des Essens war er auch irgendwie, also er hatte einen Drang, uns viele Dinge zu zeigen. Unter anderem kann ich mich noch daran erinnern, dass er uns ein Foto von Ju gezeigt hat, was da bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich war. Später hat tatsächlich nice. Julian Bam dieses Foto auch auf Instagram gepostet. Nice. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es nur in der Story war.
Und zwar war er da auf dem Dreh von seiner Netflix-Serie und hatte so den Popo frei. Also er hat halt einfach mitten beim Essen hier Julians Popo uns gezeigt und noch ein paar andere Sachen und hatte halt viel erzählt. Cringe. Warum? Erzählt. Also er hat wirklich aktiv sehr viel das Gespräch übernommen. Ja, und danach sind wir noch ein kleines Stück spazieren gegangen. Sabine. Ja, Henning, ich bin zwar nicht so alt, aber als ich in diese Zeit kam, wo mit Pubertät mäßig so, da war das, also bei uns wurde das erst innen, hatte ich das Gefühl. Also die Generation vor mir, die haben das nicht gemacht und ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst, als plötzlich das so innen wurde und alle sich umarmt haben, alle Freunde. So, mir so auf den Geist, was soll das? Ich will euch nicht umarmen, ihr seid alle eklig. Hatte ihn dann abgeholt und hatte Knubbel mit dabei und auf jeden Fall haben wir dann noch Fotos gemacht, die kann ich hier auch einblenden. Und dann haben wir uns aber auch relativ schnell verabschiedet nach dem kleinen Spaziergang und danach hatten ich, also wir und Simon uns auch nicht mehr auf Madeira gesehen. Ich hatte ihn auch hier und da mal gefragt, ob er irgendwie mitkommen möchte irgendwo hin zu irgendwelchen Sachen, die ich und mein Ex damals uns angucken wollten, aber er war zu beschäftigt. Und hat dann auch immer abgesagt, was okay war. Wir fanden es schade, aber es war vollkommen... Was war denn der Belästigungsfall oder wie? Okay, so, dann kommen wir zu dem Part, wo Simon eben schreibt, dass wir weiter geschrieben haben, aber jetzt nicht super oft. Und dass ich ihm dann erzählt habe, dass ich mich von meinem Ex-Freund getrennt habe. Ah, nee, dazu kommen wir noch. Ich finde, das ist alles sehr, sehr kurz gefasst. Nach dem Madeira-Urlaub waren wir viel am Schreiben, würde ich sagen. Also jetzt nicht super, also nicht jeden Tag oder so, auch nicht unbedingt jede Woche. Da waren immer so Abstände zwischen, aber es war schon relativ regelmäßig. Dann kam auch irgendwann meine Tochter auf die Welt und pipapo. Dann hatte ich nach dem Wochenbett und nach einer Regenerationszeit auch irgendwann wieder angefangen mit OnlyFans. Während dieser ganzen Zeit war es wirklich sehr toxisch zwischen mir und meinem Ex-Freund. Also wir haben einfach nicht zusammengepasst. Er war toxisch, ich war sicherlich auch toxisch. Also es hat einfach nicht harmoniert. Und darüber habe ich mit Simon auch viel geschrieben. Nice! Er hat mir auch von... Und er hat es direkt instrumentalisiert als Argument gegen. Das liebe ich immer. Wenn du Leuten was erzählst, nicht ganz so hell. So, was erzählst, ne, privat, so, im Vertrauen und die Person das dann gegen sie verwendet. Ja, nice. Richtig gut. Mache ich auch, andauernd. Fenja, kannst bezeugen. Beim Leben und so erzählt. Ich glaube, er hat mir auch was über Sabine erzählt, wie es da gelaufen ist. Wer ist Sabine, seine Ex-Freundin? Katie und Pipapo. Also wir haben wirklich auch viel so, ja, über normale Dinge, über private Dinge geschrieben. Da wurde es halt zwischendurch, glaube ich, auch schon etwas freundlicher, aber noch nichts Explizites oder sowas. Glaube ich zumindest. Auf jeden Fall, nach einer Weile haben ich und mein Ex uns dann tatsächlich offiziell auch getrennt. Und das habe ich ihm auch erzählt nach dieser Trennung. Ja, da war er auch sehr flirty unterwegs mit mir. Sind wir dann etwas mehr in Kontakt gekommen und sie hat mir schöne Augen gemacht. Da ich zu der Zeit ebenfalls keine Beziehung hatte und ihre Aufmerksamkeit irgendwo auch genossen habe, da... Bro. Nein, Bro. Nein, nein, nein. Das klingt gar nicht glaubwürdig so. Er abonniert da rein, schreibt viel mit ihr, so konsumiert auch ihren Content, so. Aber nee, der war da gar nicht. Also der war verhemmt da. Nachvollziehbar. Er war ja auch alleine. Der war da ganz verhemmt, so. Der hatte da auch... Und ich bin da auch voll drauf eingegangen, weil mir das in dieser Zeit sehr geholfen hat, irgendwie aus dieser, also irgendwie kopfmäßig aus dieser Situation, in der ich gesteckt habe, halt rauszukommen. Weil ich habe mit meinem Ex noch eine ganze Weile zusammengelebt, auch wegen unserer... Yikes! Ja, das kann ich nachvollziehen. Vor allem, wenn man sich getrennt hat, das nicht funktioniert hat, das toxisch ist, so, dann jemanden haben oder zu wissen, dass jemand da ist, der einen begehrenswert findet, obwohl man halt noch in diesem toxischen Umfeld sich bewegt und dementsprechend auch der Selbstwert darunter leidet, so nachvollziehbar, dass man das genießt, wenn man da jemanden hat, den man noch kennt und den man schätzt, ne, den man kennt und den man schätzt, die ganzen Thomasse, die jetzt gerade sagen, oh, guck mal, die wollen nur Komplimente, die wollen nur, aber ich bin ja nett, ja, vielleicht schätzen solche Leute dich einfach nicht und deswegen juckt das die nicht, die Komplimente, die du raus hast, also jemanden kennt, der einen schätzt, so, dann gibt einem das schon sehr viel in solchen Thematiken, ne.
Und dann auch noch ein großer bekannter Typ, zu dem man vielleicht sogar aufsieht auch noch. Denn sie war ja auch schon in der Vergangenheit schon Followerin von ihm und hat in seinem, war lange in seinem Chat dabei und solchen Geschichten so. Dann ist das umso schöner. So, wenn dein Idol so mäßig dich auch cool findet. So. Parasoziale Beziehung, sein Urgroßvater. Tochter und es war nicht leicht, damals dann in derselben Stadt auch eine passende Wohnung zu finden und jada, jada, jada. Auf jeden Fall hat er mich in dieser Zeit, wo wir so flirty miteinander waren, auch auf die Insel eingeladen und ja, Dinge angeboten, intime Dinge auch angeboten, auch Sachen mit meinem OnlyFans angeboten, wie zum Beispiel, dass er Sets filmen könnte an einem Wasserfall und sowas. Das kann ich, wie gesagt, gerade nicht belegen, weil ich da noch mein anderes... Ich hätte mir so gewünscht, dass das passiert wäre. Das wäre doch jetzt... Das hätte irgendjemand irgendwo geleakt und das wäre überall auf X. Überall. 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 Und dann wird irgendjemand in Amerika einen Eisberg auf Englisch machen und da wird das dann auch... Junge. Junge. Das... Ah! Giga-Yikes an der Stelle. Wichtig und richtig. Ja, die Sachen sind aber passiert und gefallen. Es ging nicht nur von mir aus, sondern auch sehr viel von ihm aus. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Abschnitt, wo er schreibt, dass er von sehr engen Freunden von mir erfahren haben soll, dass ich die Beziehung beendet habe, weil ich so obsessed mit Simon war. Das stimmt einfach nicht. Also es kann gut sein, dass irgendwelche Leute, die, mit denen ich nicht gut auseinandergegangen bin, mit denen ich aber geschrieben habe, dass ich mit Simon schreibe und dass ich das cool finde, dass die sowas über mich geschrieben haben. Das kann gut sein, aber es stimmt einfach nicht. Die Trennung ging eigentlich hauptsächlich von meinem Ex-Freund aus, weil ich noch sehr, sehr lange an dieser Beziehung versucht habe festzuhalten. Für unsere Tochter und weil ich auch ein... Also sie hat eine... Es ist ja glaubwürdig. Sie hat eine gemeinsame Tochter mit ihm, die hat eine toxische Beziehung und nun mal ist es leider so, dass man in toxischen Beziehungen leider sehr stark an dem toxischen Part, ne, den man ja auch selber irgendwo ist und so, aber man hängt dann aneinander. So, während toxische Beziehung, würde man sich einfach sofort trennen, wenn eine Beziehung toxisch wäre, so, dann wäre es ja keine toxische Beziehung, sondern dann hätte man Meinungsverschiedenheiten und dann wäre man getrennte Wege gegangen. Das ist ja ein Kernelement einer toxischen Beziehung, dass man sich nicht trennt, obwohl man es tun sollte. Und man emotional abhängig voneinander ist. Deswegen finde ich völlig glaubwürdig. Glaubwürdig. Das kann jeder nachvollziehen, der schon mal in einer toxischen Beziehung war. Thomas, du nicht! Einfach nicht loslassen konnte. Also ich habe wirklich knietief in dieser toxischen... Ich will damit sagen, Thomas war noch nie in einer Beziehung und deswegen kann das nicht nachvollziehen. Beziehung gesteckt und ich habe wirklich jeden Pups, den er mir gegeben hat, habe ich versucht zu greifen und festzuhalten und habe, glaube ich, dadurch die Situation noch immer noch schlimmer gemacht, weil das hat einfach nicht harmoniert. Aber eigentlich ging die Trennung von ihm aus. Ich habe mich irgendwann mit auch einvernehmlich getrennt. Du machst deine eigene Toxizierung. Ja. Das Ding ist, nur weil Unge sie erwähnt hat, ne, muss sie jetzt öffentlich vor einem Millionenpublikum über ihre ehemalige Beziehung sprechen. Bei all den Fragen frage ich mich, ob Unge bereut, dass er das Twitter-Buch geschrieben hat. Ich hoffe doch, ey. Ich erstelle dem absoluten Kalkül die Story, dass er das macht wegen Mauki und der sich was von der Seele reden will. Dann, dass man mit dem Lurky Girl, das spricht alles nach Kalkül. Das war Kalkül. Es war 100% Kalkül. Henning, das war 100% Kalkül. So, aber das hat halt absolut gebackfired sein Urgroßvater, weil seine Ex-Freundin halt mit Belegen um die Ecke kam. Und er hat sich halt einfach auch selbst mehrfach exposed. Es war 100% Kalkül. Unge hat seinen X dicht gemacht. So, ja. Das war 100% Kalkül. Und jetzt, nachdem X gebrannt ist, ist er dann zum neuen Ufern gefahren. Das war 100% Kalkül. Bin ich mir so sicher. Weil ich gemerkt habe, es bringt nichts. Hab danach aber einen Rückzieher gemacht und wollte unbedingt mit ihm zusammenkommen. Aber ich habe mich nicht von meinem Ex aktiv getrennt, weil ich auf Simon stand.
Das ist einfach nicht wahr. Dann schreibt Simon unter anderem, dass ich ja mit Ablehnung nicht klargekommen bin. Er hat mir irgendwann, das war relativ nah an der Veröffentlichung der Beziehung mit Rachel, nicht sehr nah aneinander, aber schon relativ in Sicht, hatte er mir tatsächlich auch zu verstehen gegeben. Aha, es gibt weitere Belege. Natürlich mag ich dich, hab ich dir auch schon gesagt, aber eben nicht für eine Beziehung oder Knicknack. Bin nicht so eine. Aha. Aha. Uff. My heart. Also meine ich das jetzt auch nicht. Kann dich auch anbaggern, ohne auf sowas auszufallen. Aha, ich bagger gerne. Auch nicht. Digga, was ist das für ein... Ich kann das alles nicht! Junge, was ist das denn schon wieder? Was ist das denn schon wieder? I don't know, bin gerade... Flirty-Murty mit dir auf entspannter Basis, wenn das irgendwie Sinn ergibt für dich. Aha, ja klaro. Noise. Ist das ApoRedim-Chat? Ich glaube, das ist ApoRedim-Chat, der ungecosplayt, ey. Ich kann das alles nicht, Alter. Aber ja. Damit hat sie doch auch schon... damit hat sie doch bewiesen. Ja, moin. Dass er kein Interesse mehr daran hat, so mit mir zu schreiben. Und auch kein Interesse daran hat, mit mir in eine Beziehung zu gehen. Das stand nie zur Debatte. Und eben auch keinen Knickknack mit mir haben möchte. Und ich habe jedes Mal darauf wie folgt reagiert. Und zwar habe ich gesagt, dass ich das verstehe und dass es vollkommen fein ist, dass dieses Flirten für mich auch eher... ich das verstehe. Ich will ja auch nicht der Spielverderber sein, aber will, dass alles klar ist und am Ende keine Täuschung etc. Du kannst doch dieses ganze Drama immer. Also keine Ahnung, wie oft das schon jetzt erklärt hast. Aber ich habe das schon beim ersten Mal gecheckt. Ich weiß, dass du fair bleiben möchtest und für mich ist das immer noch fein. Du musst echt nicht immer das Bedürfnis haben, das nochmal klarzustellen, Simon. Ich bin erwachsen und es ist alles gut. Wenn dir das unangenehm ist, dass ich dich zwischendurch ein bisschen anbagger, sag mir, dass dann lasse ich das. Wenn nicht, dann ist auch okay, dann bagger ich dich weiter an. Unangenehm! Digga, for real? Ich weiß auch nicht, was der sich dachte dabei. Die haben Belege, die unterstreichen, dass das, was er in seinem Statement gesagt hat, einfach nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Also, wenn er ein Problem hatte mit dem Geflirte so, wenn das zu viel für ihn wäre, dann hätte er das doch hier kommuniziert. Also, das kannst du doch keinem erzählen. Was hat er sich denn dabei gedacht? Einfach so betrunken auf seiner eigenen Reichweite, dass er sich nicht vorstellen kann, dass jemand, den er bezichtigt, Dinge getan zu haben oder Dinge behauptet zu haben oder Dinge zu wollen, nicht sich selber verteidigen würde? Also auf Einschüchterung gesetzt mit Reichweite? Oder wie? Unge ist ein Duck, ey. Ja! Also, Digga, what the hell ist das gewesen, ey? Ich verstehe und es ist vollkommen feines, dass dieses Flirten für mich auch... Das würde ich mich auch fragen, was seine aktuelle Freundin darüber denkt. Ob die sich heimlich diese Videos reingibt? Ich glaube nicht. Run, Girl, run! Ja, als Ablenkung, friendly und Spaß gemacht. Und ja, es erklärt einiges, warum er gegenüber ApoRed so verteidigend aufgetreten ist. Das erklärt einiges. Wenn der... Der ist alles so belastend, ohne Witze. ...meint ist, ich war nie darauf aus, mit Simon tatsächlich in eine Beziehung zu gehen, weil mir ja auch bewusst war, dass ich mit einem kleinen Kind nicht einfach auswandern kann. Davon mal ganz abgesehen. Wie gesagt, ich bin ganz ehrlich... Hä? Wieso nicht? Mit der Katze hat das auch super geklappt. Ich kann das alles nicht mehr, ohne Witz, Alter. Ich kann das alles nicht mehr, ey.
einfach high vom eigenen Erfolg und deswegen voller Selbstüberschätzung. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also du musst ja unglaublich Bodenhaftung verloren haben, um zu glauben, dass man mit so einem plumpen Tweet, der war halt einfach ein Wall of Text so und war in sich ja auch nicht schlüssig, so. Zu glauben, dass man damit durchkommt, glaubwürdig ist. Ich meine, er hat in der ganzen Thematik nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal sein Gesicht gezeigt. Nicht ein einziges Mal Gesicht in die Kamera gehalten und dann mal echte Mimik und echte Gestik gezeigt, so. Nicht ein einziges Mal. Alle Leute, die sich hier verteidigen, haben genau das getan. Das ist so viel authentischer als einen Wall of Text oder eine Audio nur. Und ich hab einen Clip gesehen von Trimax, der sogar gemeint hat oder gemeint haben will, dass er rausgehört hat, wie Unge bei einer Aussage sogar noch grinst und lacht. So einer auf den. Also, ich verstehe nicht, was der sich dabei gedacht hat. Wirklich nicht. In diesem einen Chat, den ich hier einblenden kann, wo er mir das gesagt hat. Also ich cringe, wenn ich das lese, weil ich ganz komisch schreibe. Ich nenne das immer anbaggern und ja, ich sage halt auch, dass es, wenn es zu viel ist, dann höre ich auf. Und wenn nicht, also wenn das fein für ihn ist, dass wir zwischendurch mal flirten, dass ich halt gerne weiter auf friendly Basis mit ihn gerne anbaggern möchte. Das ist super cringe. Im Nachhinein betrachtet, Ja. hätte ich das sicherlich nicht so formulieren sollen, sondern direkt sagen, okay, dann hören wir jetzt ja auch auf zu flirten. Ich muss dazu sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass eventuell im Hintergrund schon jemand anderes interessant für Simon war. Ich war immer noch auf dem Standpunkt, er ist nicht mehr mit Sabine zusammen, er ist Single und all good. Falls er zu diesem Zeitpunkt schon mit Rachel geschrieben haben sollte, erklärt es natürlich auch, warum er dann gesagt hat, halt, stopp, also ich möchte mit dir keine Beziehung oder irgendwas anderes. Hätte er mir gesagt, so hör mal, du, ich schreibe da mit jemandem, wozu er ja auch nicht verpflichtet ist. Aber dann hätte ich direkt gesagt und auch verstanden, so okay, hier ist Stopp, weil da ist jemand. Also ich habe es ja mehr oder weniger auch verstanden, wo er gesagt hat, ich möchte das nicht. Er hat mir aber nie gesagt, so richtig, richtig, dass auch Flirten für ihn irgendwie zu viel ist. Er hat mir nie zu verstehen gegeben, dass er sich bedrängt fühlt. Hätte er das getan, hätte ich sofort aufgehört, weil ich möchte niemanden. Ja, das ist ja, also, wenn die Dynamik im Vorfeld fein war, so, dann gehst du ja nicht davon aus, dass das plötzlich dann zum Problem wird, wenn vorher beide damit fein waren, so. Und wenn keiner was sagt, dann rechnest du ja nicht damit plötzlich, dass das dann, ne? Also. Gottes Willen bedrängen und ihn anflirten, wenn er das absolut nicht will. Das würde ich niemals tun. Ich finde sowas ganz, ganz schrecklich. So viel halt dazu. Unsere Gespräche wurden dann nach dieser Ansage tatsächlich auch weniger und da waren auch teilweise wirklich Monate dazwischen. Und irgendwann hat er dann eben dieses Handbild mit Rachel veröffentlicht und ich war so, hä? What? Okay. Und habe ihn dann eben das hier geschrieben und habe ihn halt. Lel, ist das Spiel mit deinem bitte überraschen, wolltest du das nicht komplett aus der Öffentlichkeit raushalten? Oder nimmst du gerade alles hops? Alle hops. Hab's ja lange rausgehalten. Find's schön, dass er da so inhaltlich tief drauf eingeht, ist gut. Ja, aber macht doch null Sinn, es am Ende doch in die Öffentlichkeit zu ziehen, wenn du doch das Drama vom letzten Mal vermeiden willst. Ich weiß noch, dass du mir mehrfach gesagt hast, dass du niemanden mit Social Media willst und das auch nicht mehr so haben möchtest wie damals, wie mit Sabine. Jetzt tust du halt genau das Gegenteil und wirst. Ah. Aha! Naja, spielerisch flirten ohne Konsequenzen muss man können. Sie kann es, Unge nicht, aber er hat nichts dagegen gesagt und sie ist ja auch nicht weitergegangen als so. Also, ja, aber das ist ja schon eine Konfrontation so, ne? Und wir haben ja anhand des Lurky Girl Lee Accounts gelernt, dass Unge sehr dünnhäutig ist. Heißt, diese Art der Konfrontation, der offenen, direkten Kritik stößt bestimmt auf. Auf Wohlwollen und auf offene Ohren. Halt gefragt, so, hä, ist das jetzt ein Joke? Weil er hatte mir,
das sind auch wieder alte Chat-Verläufe, mal, wir haben darüber geredet, wegen neuer Beziehungen, pipapo, was er sich so wünschen würde. Und er meinte wirklich sehr radikal und ausdrücklich, wenn er nochmal eine Frau kennenlernt, dann darf die auf gar keinen Fall in der Öffentlichkeit stehen. Und er würde das auch nie wieder in die Öffentlichkeit ziehen wollen, weil er seine Privatsphäre haben möchte. Und am besten hat die neue Freundin auch gar kein Social Media. Und er war da halt sehr strikt und sehr überzeugt. Und wenn man dann viel Kontakt mit ihm hatte, dann würde mich das auch wundern, wenn sich plötzlich diese Haltung um 180 Grad dreht. Würde mich auch wundern dann, ne? Plötzlich taucht die in Streams auf, so. Dann würde mich das auch wundern. Wäre ich auch so, hä, Bruder, warst du nicht der, der gesagt hat, nie wieder Öffentlichkeit mit Beziehungen, diese und miese und so? Warst du nicht der? Würde ich, vergleichbar, extremeres Beispiel, ich will niemals Kinder, nächste Beziehung, zwei Kinder. Dann wäre ich auch so, hä, Bruder, hast du nicht vor ein paar Monaten oder Jahren gesagt, du willst niemals Kinder, so? Wie kam es zu diesem Sinneswandel, so? Würde mich schon verwundern. Von dieser Meinung. Und ich war halt so überrascht. Ich dachte mir so, hä, dann machst du doch genau wieder das Gleiche. Weil er sich damals eben sehr darüber geärgert hatte, dass viele bei Sabine im Chat ihm nach ihm gefragt haben. So, und dementsprechend kam diese Nachricht hier zustande. So, aber ich habe auch im Endeffekt... Macht aber nur Sinn, genau. Ich wünsche euch viel Glück, aber ich glaube, das war echt dumm von dir. Ah, okay. Warte. Wo waren wir? Die Nachricht war vorher abgebrochen oder tut... Genau das Gegenteil, ein paar Monate später die Situation haben, dass jeder sie kennt und dann geht das alles von vorne los. Oder es ist wie bei Monte und alle belästigen sie. War das so bei Monte? ETF. Ich wünsche euch viel Glück, aber ich glaube, das war echt dumm von dir. Und das ist übergriffig. Ne, da muss man kurz mal, das ist halt übergriffig, ne? Das liegt jetzt in dem Fall nicht an ihr, das zu bewerten. So. Was die natürlich in ihrer Beziehung machen oder nicht machen, so, ne? Das ist natürlich übergriffig, so, ne? Aber das beiseite. Es klingt natürlich nicht wie eine obsessive Stalkerin, die nicht damit klarkommt, dass Unge sie nicht will, sondern mit einer anderen zusammen ist. So, das klingt halt eher wie, ja, du hast halt dich widersprüchlich jetzt gerade hier aufgestellt. Verhalten im Punkt der Dinge, die du gesagt hast, aber trotzdem wünsche ich euch viel Glück. Ich glaube, gemessen an deine Worte, war das eine dumme Entscheidung. Weil die Worte, die er gesagt hat, basierten ja auf den Werten, den Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gesammelt hatte mit der Thematik. Und das halt zu glauben, was er getan hat, so, ist ja dann ist der einzig logische Schritt zu sagen, na, das ist dann vielleicht eine blöde Entscheidung, wenn du dich eventuell wieder in dieselbe Richtung bewegst wie damals. Wobei du ja darüber gesprochen hast, wie schlimm das war. Ne? Trotzdem ist es natürlich nicht in ihrem Recht, in dem Fall die Beziehung zu bewerten. Oder die Entscheidung der Beziehung zu bewerten. Aber gemessen an das, was er ihr gesagt hat, so klar, nachvollziehbar. Perfekt gesagt, sowas, es ist halt dein Ding. Ja, er sagt eben halt in seinem Text, dass ich mit dieser Ablehnung nicht klargekommen bin und dass ich angeblich gesagt hätte, warum er mit ihr zusammenkommt und nicht mit mir. Ihr habt jetzt diesen Chatverlauf. Ich habe niemals, auch nur in einer Silbe, irgendwas. Das Ding ist, Unge gibt mir auch so extreme Nice-Guy-Vibes. So doll. So extreme Nice-Guy-Vibes. Derartiges gesagt. Ich habe mich auch für ihn gefreut, dass er jetzt wieder eine Freundin hat. Es tut mir leid, aber ich habe es einfach nicht gesagt. Ich habe sowas nie geschrieben, gesagt oder sonst irgendwas. Ich war nicht verbittert, ich war nicht enttäuscht. Dann muss ich noch sagen, als Simon und Rachel die Bilder rausgenommen haben auf Instagram. Ich habe Rachel zu dem Zeitpunkt auch auf Social Media gefolgt, also zumindest auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ich dort auch schon auf Twitter gefolgt bin. Auf jeden Fall habe ich das halt aus Zufall tatsächlich gesehen. Und hatte Simon dann geschrieben, so, was ist los? Ihr habt die Bilder rausgenommen und er hatte dann im Chat geschrieben, all good, ich will nur halt wieder meine Privatsphäre haben und alles ist okay. Dann noch ein kleiner Sprung und zwar zur Trennung. Voll das Stalking von ihr. Voll das Stalking. Da habe ich auch einen Chatverlauf, wo ich dann eben erfahren habe, ich glaube, Simon hat es mir dann bestätigt. Ja, nee, also Nice Guy bezieht sich ja nicht darauf, dass die Menschen, die sich als Nice Guy, also die man als Nice Guy
abstempelt, nette Menschen sind, sondern sie versuchen eine Fassade, ein Image der, ja, der Angepasstheit, der moralischen, politischen Korrektheit zu etablieren, obwohl sie es halt eigentlich nicht sind, sie aber auch nicht die Verantwortung dafür übernehmen wollen. Ein Nice Guy ist effektiv jemand, der Nice-Punkte sammeln möchte, ne, weil er so nett ist und weil er so respektvoll und Sammlerbubble, aber er will auch gleichzeitig Credits dafür haben. Als würde er was tun, was belohnt werden sollte und nicht, weil er so ist. Und diese Entitlement, dieses, das habe ich verdient, das ist mein Privileg. Ich sollte es haben, es steht mir zu. Das ist das bessere Wort. Es steht mir zu. Ist meist auch ein Grund, warum Nice Guys ziemlich salzig sind, wenn sie gefrontet werden oder Dinge nicht bekommen, wo sie meinen, dass es ihnen zusteht. So. Auch sind Nice Guys selten nice. Also, das Ding ist nämlich, und das ist der Unterschied zwischen diesen typischen Nice Guys und Leuten, die einfach sind, wie sie sind und deswegen halt anecken. So. Nice Guys wollen von möglichst vielen Menschen gemocht werden und halt verstellen sich dafür. Und andere Menschen, authentische Menschen, haben halt Ecken und Kanten und werden dafür halt von manchen Menschen abgelehnt. Und dieses abgelehnt werden, das wollen Nice Guys halt nicht, deswegen verstellen sie sich. Deswegen sind sie halt nicht ihr authentisches Selbst, weil sie halt von möglichst vielen Menschen gemocht werden. Und ärgern sich darüber, es verletzt sie schon fast, wenn sie nicht gemocht werden, weil sie geben sich ja so viel Mühe, sie sind ja so gut. Sie machen doch alles richtig. So. Und warum magst du mich dann nicht? So dieses. So viele Meinungsblogger. Ja, diese Art, dieses, nö, und ich mach's jedem recht und ich will bloß nicht und sowas so. Das ist Nice Guy-Mentalität. So, es ist völlig legitim, Ecken und Kanten zu haben, anzuecken, mal eine unpopular Opinion rauszuhauen, dir Feinde zu machen, ist völlig legitim. Weil du kannst nicht immer in allen Dingen gemocht werden. So, und dieser Anspruch von möglichst vielen Menschen als cool, als positiv, als der Gute wahrgenommen zu werden, ist unfassbar toxisch, weil du damit dich selber und alle anderen belügst, weil niemand kann immer als der Gute wahrgenommen werden. So. Sag ich heute, keine Ahnung, ich finde Thema X gut, gibt es irgendwo irgendjemanden, der sagt, nee, das finde ich blöd, das Thema. Und anstatt damit zu leben, dass diese Person mich nicht mag und das schrecklich findet, so, was ich X gut finde, drehe ich meine Realität, effektiv meine Position nur ihm gegenüber oder ihr gegenüber so, dass ich dann plötzlich Y gut finde. So einfach nur, um halt bei der Person nicht ganz nicht gemocht zu werden. Das ist halt unauthentisch. Nobody is perfect. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge das jetzt war. Auf jeden Fall hatte Simon wohl geschrieben, dass die beiden sich im Guten getrennt haben und dass alles fein ist, dass die beiden befreundet sind und dass Rachel halt einfach nur in Deutschland studieren möchte. Naja, vielleicht eher nicht Angst vor der Ablehnung, sondern eher eine Einstellung. Ich würde sagen, das geht Hand in Hand. Und das meine ich mit dem, also, es geht Hand in Hand. Ich würde nicht sagen Angst vor der Ablehnung, da bin ich bei dir. Wobei das, glaube ich, auch ein Faktor ist. Aber du hast da den Nagel, Fanta, du hast den Nagel damit auf den Kopf getroffen. Interaktion, also nett sein und oder ja, menschliche Interaktion ist ein austauschbares Gut, das rein interaktiv ist, spielt auf jeden Fall einen wesentlichen Faktor. Weil ein Nice Guy ist nett zu dir und deswegen erwartet er von dir eine Sonderbehandlung, Privilegien bzw. gewisse Gefallen. Also als Frau zum Beispiel, ein Nice Guy ist nett zu dir und weil er ja nett zu dir ist, musst du ihn ja eigentlich begehren. Thomas zum Beispiel, so, der versteht das nicht. Der versteht nicht, dass alle Menschen eigentlich nicht kacke behandelt werden wollen und dass wenn du nicht kacke behandelt wirst, also von jemandem, dass das nicht automatisch bedeutet, jetzt mag ich dich, weil nicht Menschen nicht kacke behandeln ist halt kein Alleinstellungsmerkmal. Niemand sollte jemanden kacke behandeln. So. Dass man nur weil man nett ist, irgendwelchen Anspruch bekommt, so, das ist ja nicht so. Das ist der Bare Minimum, genau. Das ist Bare Minimum. Das ist wirklich Mindestmaß. Das ist so, als würdest du dafür jedes Mal einen auf die Schulterklopfer bekommen wollen, wenn du jemanden morgens, bevor du einen Kaffee getrunken hast, nicht ins Gesicht geschlagen hast. So. Also, Digga, das ist keine Gewalt auszuüben, ist der Bare Minimum. Keiner gibt dir dafür einen Orden. So. Und Nice Guys haben halt dieses Gefühl, dass weil sie
sich anstrengen, die beste Version ihrer selbst zu mimen, nicht zu sein, zu mimen, weil es erfordert ja Arbeit, die beste Version ihrer selbst zu sein, die beste Version zu mimen, dass sie dafür entschädigt werden sollten, mit Anerkennung, mit Zuneigung, in irgendeiner Weise, halt, als wäre das halt interaktiv, was es nicht ist. Und deswegen, und diese Vibes gibt mir halt ein Unge, weil, und da will ich ihn auch vielleicht ein Stück in Schutz nehmen, der ist sehr, sehr jung, verhältnismäßig sehr, sehr jung, sehr, sehr, sehr berühmt geworden. So, und sehr, sehr viele Menschen haben ihn halt gefeiert für eine Art, die sie nicht kennen aufgrund der parasozialen Beziehung, weil sie ihn auf eine gewisse Weise wahrgenommen und kennengelernt haben. So, da dann so ein gesundes Selbstbild, eine gesunde, Methodik mit sich selber und mit Fans zu entwickeln, ist nicht leicht. Ist nicht leicht. Und der gehört ja noch zu den früheren Phänomenen. Wenn man mal zurückblickt und das sich nochmal vor Augen hält, so, der war halt, wenn es um den Bekanntheitsgrad ging, so, vergleichbar wie heutzutage ein Montana Black, so, ne? Crowds haben sich halt um den gesammelt und solche Geschichten, so. Und gerade in jungen Jahren diese Art von Hype zu bekommen, das verändert dich. So, und wenn du selber noch in der Entwicklung, in der Selbstfindungsphase bist, so, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Gar nicht gesund. Was meinst du mit interaktiv? Passt transactional, genau. Transactional meine ich eigentlich. Ich habe das Wort in Englisch gedacht und habe es falsch übersetzt. Ich meine transaktional. Genau. Ich bin nett zu dir, also, ne, nice guy, ich bin nett zu dir als Frau und deswegen, gibst du. Deswegen gönnst du. Wobei sich wahrscheinlich nur eine Frau denkt, nett, dass du nett zu mir bist. Ich mag das, wenn Menschen nett zu mir sind. Aber sich dann auch nicht automatisch denken, ja, Bruder, jetzt lass ich Hose fallen, so. Wenn Leute nett zu mir sind, denke ich mir gar nichts. Und wenn sie kacke zu mir sind, Bruder, dann haben wir beide ein Problem. So. Also, bist du nicht automatisch auf mein, wenn du, ich kenne so viele Menschen, die nett zu mir sind, die ich trotzdem nicht abkann. Das ist halt bare minimum. So. Ich behandle die Menschen nicht kacke, weil sie nett zu mir sind, so, ne? Aber ich mag sie trotzdem nicht. Und ich gehe davon aus, dass bei Frauen das ähnlich ist, so. Nur weil du nett bist, heißt das nicht, dass du automatisch Sonderrechte bekommst oder Privilegien oder was weiß ich. Aber das checken halt Nice Guys nicht. Kleiner Exkurs. Weil wahrscheinlich sehen wir hier in den Kommentaren und alle Menschen, die das hier kommentieren und die angehen und sagen, ja, die Frau, sind halt alles kleine Nice Guys, die verbittert sind, weil sie ja eigentlich so nett sind, aber nie trotzdem irgendwie und alle sie da ablehnen und so. Inselmenschen halt. Ganz viele Inselmenschen sind eigentlich verbitterte Nice Guys. Und ich glaube, weil ich... Fun Fact, fand ich sehr interessant, von einer Psychologin und Therapeutin habe ich einen Take gehört, dass ganz viele narzisstische Züge, also nicht Narzissmus als nicht als solches, sondern narzisstische Züge, unterschwellig bei Nice Guys mit reinspielen. Weil auch Nice Guys wollen keine Verantwortung für ihre Ecken und Kanten, die sie halt verschleiern, übernehmen. Also, ne? Spannend. Komplexes Thema. Müsste man irgendwann mal aufarbeiten. Ich nicht, ich bin kein Psychologe. Aber sehr spannend. Danke für die 100 Bits. Rachel's Story gesehen hat, dass sie eben halt wieder in Deutschland ist, weil sie was halt auf Instagram gepostet hatte, also in der Story hatte. Und ich habe halt mich einfach nur gewundert, ob alles okay ist. So, weil, wie gesagt, ich dachte, wir sind Freunde. Wir sind auf so einer freundlichen Basis. Freundschaftlich. Das dachte Iblali damals auch. Wieso sind die Alerts on, Broski? John-Hartmut cheert x100, damit du weiter kantig und grantig bleibst. Kantig und grantig. Kantig und grantig. So müsste ich meinen verkackten Podcast nennen, Alter. Kantig und grantig. Geil. Oder Merch. Kantig und grantig Fashion, ey. Was da los? Danke für die 100 Bits und für diesen Ohrwurm. Kantig und grantig. Sehr wild. Jo, ich habe jetzt die Alerts auch wieder ausgeschaltet, weil ich vergessen habe, sie auszuschalten anscheinend in der Szene. War wieder sehr dumm unterwegs, ey. Basis. Dazu habe ich eben einen Chatverlauf, wo ich dann eben auch gesagt habe, dass das natürlich sehr traurig ist, dass eine Fernbeziehung natürlich auch nicht funktioniert, so über... Ist alles gut, sind Freunde, aber sie möchte gerne studieren in D und ich habe keine Lust auf eine Fernbeziehung und auch keine Lust auf Deutschland für ein paar Jahre. Aha. Also schwierig ist über so eine Entfernung und dass ich aber auch Rachel total verstehen kann, dass wenn sie studieren möchte, das halt wichtig ist, Absicherung, Zukunft, pipapo.
Ich glaube, auch aus diesem Chat kann man wieder rauslesen, dass ich nicht versucht habe, sofort wieder, wie Simon meint, weil ich ja so obsessed war, irgendwie ihn anzubaggern oder sowas, sondern ich habe... Da ist nichts dergleichen zu sehen. Und bisher hat sie immer noch mehr Beweise für ihre Seite geliefert als er. Ich habe ihnen alles Gute gewünscht. Ich habe für Rachel alles Gute gewünscht und... Aber sein Textanteil ist deutlich geringer geworden, ja. Und auch seine Tonart, die hat sich geändert. Also er ist distanzierter, ablehnender geworden. Aber das war ja auch, in den Chatverläufen von Rachel irgendwann ab einem gewissen Punkt zu beobachten, dass seine Textanteile halt immer kürzer wurden und immer salziger. Hab mich einfach versucht, wie ein guter Freund zu verhalten und einfach Beistand zu leisten. Dann ist wieder Zeit vergangen, wo ich und Simon halt einfach über belanglose Dinge geschrieben haben, auch mit sehr großen Abständen dazwischen. Ich habe mehr versucht, die Freundschaft, die Bekanntschaft am Laufen zu erhalten als er. Ich habe dann auch irgendwann gefragt, ob alles okay ist, ob ich ihn nerve, so, weil ich bin so ein Mensch, ich overthinke sehr viel. Wenn mich jemand sehr arg ghostet, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht besser bin, ich habe da auch sehr Probleme mit zu antworten, aber ich habe halt immer mal wieder versucht, ein Gespräch ins Laufen zu bekommen und er meinte dann auch... Es ist kein Problem, wenn man mich zu einem Problem macht. Ich bin der allerbeste Ghoster, ey. Aber ich mach's nicht zum Problem. Ich ghost die Leute sollten wissen, dass ich am Ghosten bin, so weil ich vergesse, dass der Chat existiert. Vergesse es legit. Aber ich habe auch keine Sekunde schlechtes Gewissen. Einfach nicht so ein Problem machen. Problem gelöst. Auch in der Sprachnachricht so voll cool, dass du das ansprichst. Und wenn man so ein Gefühl hat, dann sollte man das auch ansprechen. Und es ist aber alles okay, so. All good. Er schreibt. Warum ist der so ultra unkonfrontativ. Ich verstehe nicht, warum der so ultra unkonfrontativ ist. Du kannst da nicht schreiben, die stalkt mich und ist voll obsessed von mir, wenn sie nachfragt, alles okay ist und du sagst, ja, das ist super, alles cool, schreib bloß. Also, weil damit gibt es doch grünes Licht, dass alles toll ist und man weiter so machen kann. So. Er ist eben sehr harmoniebedürftig, sagt er auch selbst von sich. Genau, und deswegen zeigt er halt alle Leute an. Hat halt eine Napalm geworfen, 3 Leute einfach in die Öffentlichkeit gezerrt. Also, das kannst du doch keinem erzählen, Alter. Wenn du dich Harmonie... Ja, aber gut, ja. Ja, auf seinem Twitter, dass er ja dann irgendwann eine neue Beziehung hatte und dass er dieser Rita erzählt hätte, dass er und seine Freundin getrennt seien und dass das ja alles gefaked war. Und dass ich das dann auf einmal auch wusste. Ich wusste von seiner Freundin nichts. Ich wusste von einer gefakten Trennung nichts. Ich kannte seine Freundin nicht. Ich hatte noch nie einen Stream gesehen. Ich hatte noch nie irgendeinen Twitter-Post gesehen. Ich habe mich für diese Person, weil ich sie nicht kannte, nicht interessiert. Ich kannte auch bis dato Rita nicht. Ich habe den Namen Rita tatsächlich das erste Mal gehört und gelesen nach Simons Twitter-Post. Lol. Fakt, ich kannte und kenne diese Rita eben nicht. Auch das ist ja von ihm nicht belegt gewesen, dass die da irgendwie Kontakte haben, also sie und diese Rita. Auch das ist ja nicht belegt gewesen. Und die Leute haben sofort geglaubt, oder wie? Ich verstehe es nicht, wieso? Ich meine, wenn ich sage, die und die beiden Leute, ne, die kennen sich so. Und, also, dann... Gibt es Rita denn wirklich? Nein, es ist ein Fake-Account gewesen von irgendeinem Dude, der Louis hieß und versucht hat, Unge irgendwie Informationen zu entlocken, um herauszufinden, mit wem er zusammen ist. Und er hat halt rausgemacht, so, ja, und Kiki wusste das jetzt auch und diese Rachel auch, die haben sich ja untereinander verschworen, mäßig so. Hotcall Unge ist nicht nur Lurky Girl, Unge ist auch Rita. Das wäre so kaputt, Alter. Ohne Witz, das wäre so kaputt. Das wäre so kaputt. Wäre das kaputt? Das Ding ist ja, sie sagt doch gerade, dass sie nichts von der Trennung wusste. Also. Und ich habe weder von ihr irgendwas erfahren, noch wusste ich irgendwas von dieser Fake-Trennung oder dass er überhaupt eine Beziehung hatte. Ich
Ich weiß nicht, wie ich es wieder also belegen kann, weil ich habe noch nie mit dieser Person geschrieben. Ich kann also dementsprechend auch nicht widerlegen oder belegen, weil ich keine Chatverläufe habe. Ich weiß auch nicht, wie Simon angeblich rausgefunden haben soll, dass ich das dann gewusst hätte. Ich habe mit Simon nie über seine Freundin nach Rachel geschrieben. Ich habe, weil ich diese Frau nicht kannte, also Simons Freundin nach Rachel, habe ich auch nie mit jemand anderem über diese Beziehung, über diese Frau geschrieben. Das ist einfach komplett aus der Luft gegriffen. Ich wusste davon nichts. Bis zu seinem Statement. Es ist tatsächlich New Info für mich. Also nach dem Lurky Girl Stuff so, würde mich das wirklich nicht wundern, wenn da mal eben kurz, also, oder einfach irgendein Troll-Account hergenommen wurde, der ihn versucht hat zu trollen oder sowas, um an irgendwie, also, würde mich wirklich nicht wundern an der Stelle nach der ganzen Lurky Girl Geschichte. So, jetzt muss ich einen kleinen Sprung nach vorne machen in seinem Text, aber tatsächlich einen kleinen Sprung zurück im Real Life. Und zwar, er sagt ja, das Ganze war irgendwie Anfang Januar 2024. Ich hatte aber gewisse Informationen, ich glaube Ende November, Anfang Dezember 23 erfahren. Und ich war wirklich schockiert. Ich habe Wochen daran zu knabbern gehabt, weil ich war ein Fan von Simon, auch einfach als... Dass Unge sowohl die Kommentare unter seinem Statement deaktiviert hat und nun auch Twitter quasi dicht gemacht hat, ist so ein großer Mittelfinger in die Richtung seiner Fans. Also das, ohne Witz, das ist... Ich finde, ich habe keine Worte dafür. Du kannst doch kein Statement so einfach mal eben dir aus dem Rektum ziehen, unüberlegt, ungeskriptet, so zusammen und dann die Kommentare nach einem Tag ausschalten. Die waren vorher schon hart, die wurden halt auch schon hart moderiert, so, ne? Gestern, bevor die ausgeschaltet wurden, waren nur 50 oder Mitte 60 Kommentare bei einer halben Million Aufrufe oder so. Sogar ich habe mehr Kommentare unter meinen Videos und ich bin fucking klein und irrelevant. Also. Und dann haut er sein Ding jetzt, dann ist gut, dass ich noch Screenshots gemacht habe. Ja, ja, wichtig und richtig, alles saven, so. Alles saven. Als Person, als Mensch. Ich fand total toll, dass er da diesen Bauernhof hat, dass er da diese Hunde aufnimmt. Und ich hatte ja dieses Bild von dem Good Guy, von dem tollen Menschen, der nice irgendwie guy. Eine relativ weiße Weste hat. Und einfach ein funny Guy ist. Und ich hatte ja dann auch diese privaten Erfahrungen mit ihnen. Also ich hatte ja ein sehr gutes Bild von Simon. Und ich war wirklich, wirklich, wirklich schockiert. Und zutiefst traurig. Ja, in seinem Instagram-Statement hat er gesagt, dass er sich dass er Twitter von seinem Handy runtergezogen hat, so runtergenommen, geschmissen hat. Ich weiß nicht, ob er seinen Account privat gestellt hat. Das weiß ich nicht. Sein Troll-Account ist auf jeden Fall verschwunden. Oder er hat ihn umgenannt, glaube ich, das war's. So. Aber also, der seinen Hauptaccount auch noch aus dem Verkehr gezogen hat jetzt. Weil er hat ja eine Twitter-Sucht entwickelt. Auch die Dinge, die ich erfahren habe, die er dann irgendwie hinter meinem... Account ist protected. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. ...im Rücken über mich erzählt hat. Das hat mich wirklich zutiefst verletzt. Also wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich bin Simon dann auch auf Twitter entfolgt. Ich habe die gemeinsamen Bilder auf meinem Instagram entfernt. Ich bin ihm auf Instagram entfolgt. Ich hatte ihn bis dato dann nur noch bei WhatsApp. Ich habe ihm aber auch, ich glaube, nicht mehr wirklich geschrieben. Also ich habe noch ein bisschen Smalltalk mit ihm gehalten, weil ja, ich weiß auch nicht mehr warum genau. Um ehrlich zu sein. Also ich glaube, ich wollte einfach nur mir selbst versuchen zu beweisen, dass das ja alles irgendwie nicht wahr sein kann, obwohl ich halt Beweise gesehen habe. Ja, wie gesagt, ich habe ihm über seinen Bootsführerschein ausgefragt, wie es läuft und sowas. Also ganz triviale Sachen, total unwichtig. Und irgendwie, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt wollte ich es noch nicht wirklich wahrhaben, dass er auch so schlecht über mich geredet hat. Ja, irgendwann ist der Kontakt dann auch eingebrochen, so komplett. Und ich habe dann auch, weil sich diese Frustration über all diese Informationen auch irgendwie in Wut umgewandelt haben, habe ich eben diese Posts, die mittlerweile in vielen Videos und auf Twitter veröffentlicht wurden und auch eben in Simons Statement, habe ich diese Tweets
veröffentlicht. Ja. Es war im Nachhinein total dämlich, weil das kam halt aus einer Wut heraus. So, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und im Nachhinein weiß ich, es war doof, hätte nicht sein müssen, ja. Entschuldige ich mich auch für, aber in dem Moment brauchte ich das irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen oder verstehen kann. Es war doof, um ehrlich zu sein. Ja, man aber will halt, wenn man halt, wenn, also sie weiß halt, dass der, die Person, die sie geschätzt hat, so hinter ihrem Rücken schlecht über sie redet, obwohl sie ihm aus ihrer Wahrnehmung nie etwas Negatives getan hat. So. Und diese Ohnmacht, die du dann empfindest, die gehört und gesehen zu werden in deinem, in deiner Ungerechtigkeit, so, das äußert sich dann halt in solchen Aktionen. So. Ist nachvollziehbar zu einem Maß. Und das ist halt völlig emotional und so rational so. Aber ja. War das das Ding, das so gesagt, dass, ja, das war diese Tweets und noch irgendwie zwei weitere Tweets von jemand anderem, der meinte, dass irgendwie mit Nazi Leuten chillt oder sowas. Das war der Grund, warum Unge meinte, sich wie Reefed oder Mauki als Opfer inszenieren wollte. Das war der Grund. So sind zumindest diese Tweets zustande gekommen. Und zu dem Zeitpunkt, weil ich musste mir mal einen neuen Twitter-Account machen, hat Simon mir auch nicht mehr auf, also er hat mir schon seit Erstellung dieses Twitter-Accounts nicht auf Twitter gefolgt. Und irgendwann Anfang diesen Jahres hat er mir dann auf einmal wieder auf Twitter gefolgt. Und ich habe ihn dann darauf angeschrieben, so, why follow? Weil er hat natürlich diese Tweets gesehen und er meinte dann, und diesen Chat kann ich hier auch einblenden, dass er aus Versehen auf den Follow-Button gekommen ist und dann hätte er diese Tweets gesehen und dann haben wir eben dieses letzte Gespräch geführt, wo er der Follow auf Twitter hatte gesehen, du bist überall unfollow und dachte, du willst vielleicht lieber dann Kontakt oder kein Kontakt oder so. Ja, die haben sich seit Lost, Alter. Das Fettfinger, man kennt's, ja moin. Er hat ihn hier mitbekommen, was du mir überall gefolgt bist und überhaupt nicht schlimm. Du wirst deine Gründe haben, ja, hätte nur gerne gewusst, warum. Aber sie ist die Stalkerin. Ja. Diese verdammte Stalkerin, die ihn überall entfolgt. Das ist bodenlos, diese Stalker heutzutage. Die das alles nicht, Alter. Ich habe mich versucht hat, auszufragen, was denn sei. Und ich war dort sehr vage. Also ich habe auch nie, wie er in diesem Text hier schreibt, ich habe nie irgendwie Rachel irgendwie alles erzählt. Ich wusste es nämlich, dass das ein Versuch der Manipulation war, eine Bresche zwischen die beiden zu schlagen. Ich wusste es. Es war so klar. Rachel ihm alles erzählt, was ich wohl gewusst hätte und pipapo. Also, ihr könnt es hier nachlesen. Ich habe. Ich check nicht, warum es geht. Wäre schön, wenn du dir die 5 Minuten nimmst, es mir zu erklären oder wie du sagst, mich zur Rede zu stellen. Ich weiß wirklich absolut nicht, wo er erwähnt wird. Aber es war aus Versehen, ne? Es war aus Versehen, dass er reingefolgt hat bei ihr. Aus Versehen. Deswegen ist hier die Konfrontation und dann die Neugier. Weil rein aus Versehen. Keine Namen genannt. Ich bin nicht näher auf irgendwelche Vorwürfe oder Sachen eingegangen. Ich habe hier lediglich gesagt, so dass er sich gerne entschuldigen kann und erklären kann über eben diese Sachen, die er über mich erzählt hat. Ich wollte aber auch nicht mehr einen auf haha, hihi und alles ist gut machen. Wisst ihr nicht, was ich jemals über dich gesagt haben soll? Ja, nur es ist, wie es ist. Ja, aber auch schon einige Dinge gesehen, wo Leute Dinge wegen oder rein editiert haben. Es ist, wie es ist. Wenn du sowas glaubst, dann weißt du ja Bescheid. Ja, aber sie ist die Stalkerin, oder? Sondern ich war felsenfest davon überzeugt, so. Ach so, also hat dir deinem Leben noch nie jemand versucht zu schaden, weil du nicht relevant bist? So ein Unsinn. Wenn Menschen Schaden anrichten wollen, dann machen sie es. Dam, 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 dam! Mit wem soll ich überhaupt über dich geschrieben haben?
einzige Person, die wir beide kennen über deine Ex, ist Nilo. Ja, naja. Vic denkt sich auch so. Was, Bruder? Oh, jetzt ist Schluss hier. Und ich habe ihm auch gesagt, du block mich bitte. Also er hat ja auch geschrieben, dass er mich schon längst hätte blocken sollen und sowas. Und dann hätte ich mich gefragt, ja, warum hast du es dann nicht schon gemacht, wenn du so schlimm... Digga, er schreibt dir ganze Bibeln. Er schreibt ihr die ganze, komplett die Bibel, Alter, ey. Dann bin ich versehentlich nochmal auf den Follow-Button gekommen bei Twitter. Daraufhin hast du dich gemeldet, nicht als du mir entfolgt bist oder als ich dir irgendwie was erzählt hatte über mich. Das hat mich dann etwas verwundert, weil ich mich nicht daran erinnern kann, wann ich überhaupt über dich geredet haben soll. Und jetzt möchte ich diese Situation gerne aus der Welt schaffen. Nur weil, weiß ich nicht wie, weil ich nur... Bruder! Und die Stalkerin, jetzt block mich doch endlich! Das kannst du doch nicht. Digga, das kannst... Er schreibt der Stalkerin ganze Bibeln, die Stalkerin will, dass er sie endlich blockt, so. Und er schreibt hier, sie wollte nur wissen, warum er wieder reinfolgt, mäßig so. Und dann kommt das hier zustande, oder wie? Sie sagt, sie hat kein Interesse und er, ich möchte die Situation gerne aus der Welt schaffen, aber weiß nicht wie. Aber Gerüchte gehört hast, wie schlimm ich doch über dich geredet haben soll. Er ist niemals auf mich zugekommen und hat irgendwie nachgefragt, so, sag mal, ich habe da Dinge gehört. Das kam nie. So, ich habe mich ja gefragt, so, ja gut, warum hast du mich nie darauf angesprochen? Warum hast du mich nicht schon vorher blockiert, wenn ich ja so toxisch gewesen bin zu dir? Und habe ihn dann einfach gesagt, so, you do you. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mit der Person, die so einen Scheiß über mich geredet hat, nicht mehr in Kontakt bin. You. Viel Erfolg bei deinem Weg. Block mich einfach bitte. Aber, und dann ist gut. Aber von so toxischen Dingen distanziere ich mich einfach seit längerem. Nur für meine mentale Gesundheit. Gut. Ich hatte keine Lust mehr mit ihm zu diskutieren. Und das war dann tatsächlich auch der Punkt, wo Simon dann gesagt hat, okay. Und dann hat er mich geblockt. Beziehungsweise er hat mich nicht direkt geblockt. Aber ich glaube, einen Tag oder ein paar Tage später hatte er mich dann auch geblockt, ist mir dann auch überall entfolgt und hat mich dann auch blockiert. Das war nicht so direkt, wie er das da geschrieben hat, sondern das war erst nach diesem Chatverlauf. Was hat er sich denn mit seinem Statement dabei gedacht? Er hat Bumerang geworfen, der ist ihm direkt ins Genick gelandet. Aber so mit Ansage. Was hat er sich dabei gedacht? Ich verstehe das nicht. Ein Gespräch. Was ist das für ein Fiebertraum? Einige Tweets kamen dann noch danach, wo ich eben ihn mit dieser Anni-Thematik auch auf eine Ebene gestellt habe. Das war's erstmal von meiner Seite. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mehr Beweise kann ich nicht liefern. Präventivpflege aber gegen sich selbst. Aber mit Anlauf gegens eigene Bein mit der Axt. Ich kann das alles nicht, Alter. Verstehe ich wirklich nicht. Der Kerl ist 2 Jahre älter als ich. Der ist nämlich 1990 geboren anscheinend. Der ist 2 Jahre älter als ich. Schafft mich raus aufs Feld und bringt mich um die Ecke, wenn ich mich mit 35 so verhalte. Mit 34 so verhalte. Bruder. Altes Handy nicht mehr, also diese alten Chatverläufe nicht mehr zum Laufen bekomme. Ja. Und jetzt, ich bin froh, ich bin so erleichtert. Also als Rachel ihr Video gepostet hat. Ah, er dachte, wahrscheinlich geht er rechtlich gegen die Chats vor. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber auch da, weiß ich nicht, wie das ist. So, weiß ich nicht, wie das ist, wenn du öffentlich diffamiert wirst, so. Ne? Wenn du öffentlich diffamiert wirst, also dir wird Dinge unterstellt, ob du dann als Person des öffentlichen Lebens und mit allgemeinem, wenn ein öffentliches Interesse herrscht, ob du dann dich dagegen wehren dürftest, so. Wahrscheinlich nicht, oder? Also, das ist dann, also, das wird schon, also, sind das die gefakten Screenshots? Das sind die gefakten Screenshots. Man hätte halt Dingens, ne, die Namen zensieren sollen, ne? Das ist anonymisieren halt. Ein richtiger Stein vom Herzen gefallen.
Ich muss tatsächlich auch ein bisschen mit den Tränen gerade kämpfen, weil es war wirklich eine schwierige Zeit. Ich habe viel Support von Leuten bekommen, von Freunden, die, wo ich wirklich, wirklich dankbar bin, die meine Freunde zu nennen mittlerweile. Ihr wisst, dass ich euch meine. Ich werde hier keine Namen nennen. Ja, wie gesagt, ich war wirklich mentally drained. Es hat mich super gestresst. Ich musste ja, wie gesagt, meinen Twitter auf privat dann stellen, weil ich wirklich... An der Stelle war das zwar ein Joke, glaube ich, von Unge, ne? Aber man sollte ihm da halt for real, also Raspberry in Blue hat da for real recht, man sollte ihn da for real ernst nehmen, so. Mit dem, dass das sein King ist, Menschen in unangenehme Situationen zu bringen. Weil, also wenn das ist per Definition eine unangenehme Situation. Per Definition. Es ist auf Messer Schneider, kommt aufs Gericht und deinen Anwalt an. Und wenn man Unge... Millionen schwer als Gegner hat. Total mutig. Ja, absolut. Absolut. Deswegen umso wichtiger, dass das alle gesehen haben, alle mitbekommen haben, alle darüber gesprochen haben, dass nicht einfach, ne, jetzt einfach weggestrikt und dann halt in dem Gericht die Menschen halt auf links, finanziell auf links gedreht werden und dann halt der Kapitalstärkere gewinnt. So, umso wichtiger, dass wir hier solidarisch sind und uns aussprechen für die Betroffenen. Und zur Not, keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall von ein paar Leuten hinter den Kulissen, die auf jeden Fall auch schon angeboten haben, da zu supporten, wenn es notwendig ist. Ja. Viele Kommentare bekommen. Es war ja wirklich eine Flut an Hass. Auch nachträglich, es gibt ja diese gefilterten Nachrichten auf Instagram, habe ich Fragen über meinen OnlyFans bekommen, obwohl ich das ja schon wirklich seit einer ganzen Weile schon nicht mehr mache. Ach, und lol! Ach, lol! Ach, sie macht das gar nicht mehr. Ach so. Ach so. Dann ist das sehr wild, das trotzdem noch wieder mit... Junge, dann ist das schon irgendwie schwierig, das alles so nochmal zu betonen, auch in Bezug zu Unges vermeintlichen Pornosucht, von der eine Rachel nichts mitbekommen haben will. Den Account gibt es auch nicht mehr. Digga, dann kann sie doch nur verlieren in der Thematik. Warum sollte man denn, deswegen, das macht es doch so unglaublich glaubwürdig, was sie hier bringt. Weil sie kann doch, sie hat keinerlei Möglichkeiten, finanziell sich daran zu bereichern. Sie hat keinerlei Möglichkeiten, im Creative Space in irgendeiner Weise Reichweite und Fame zu kriegen, so, weil Unges Plattform ist gewaltig groß, so. Im schlimmsten Fall drückt er ihr eine Klage rein, so. Heißt, sie ruiniert sie doch finanziell und sie wird halt von allen Inselmenschen auf diesem Planeten halt, die deutschsprachig sind, gehatet, so. Sie kann, die einzige Person in dieser Gleichung ist die Person mit dem Kapital, die zuerst den Anklagefinger gehoben hat, gewinnt daraus. Weißt du, man muss sich da an der Stelle halt fragen, wer ist der Nutznießer dieser ganzen Dramatik, so. Und das ist halt in dem Fall Unge. Ihm würde es im besten Fall am meisten nutzen, so, weil es sind halt drei Leute, die ja halt vor Gericht halt wegklatschen könnte, wenn es hart auf hart kommen würde und keiner deren Gegenstatements mitkriegen würde. Aber wir haben es alle gesehen. Und er hat sich aus dem Internet verabschiedet. Und verbrannt, würde ich behaupten, ist der auf YouTube mit der Aktion auf jeden Fall. Und sollte der versuchen, im amerikanischen Sprachraum Fuß zu fassen, so hoffe ich, dass irgendjemand einen englischsprachigen Eisberg macht und das alles einmal aufzeigt, was hier passiert ist. Auch seit letztem Jahr meinen Account dort gelöscht habe, davor ja auch schon angekündigt habe, dass ich das nicht mehr machen möchte, weil ich eben zweifache Mama bin und irgendwann ist auch mal gut. So, das war so eine Zeit, okay, und jetzt ist das halt nicht mehr. Und ja, wie gesagt, dass er mich da beim Namen mehr oder weniger genannt hat, das war wirklich hart. Er hätte auch Synonyme benutzen können. Das hätte dieser Story... Unge bei Penguin Zero wäre... Oh, das wäre super geil. Das wäre super geil. ...einen Abbruch getan. Also er hätte ja trotzdem seine Story erzählen können, ohne Namen zu nennen. Wie gesagt, aber ihm ging es ja explizit darum, Namen zu nennen. Sonst hätte er es ja gelassen. Wie gesagt, das war ja Kalkül. Sonst hätte er es ja gelassen. Hat mich wirklich sehr belastet. Mein Freund hat es auch mitbekommen. Ich hatte wirklich Probleme im Alltag, die Energie zu finden für meine Töchter. Ich habe es natürlich gemacht, aber ich war abends weich. Ich war am Arsch, wirklich. Das hat mich mental so mitgenommen, weil ich ja auch unter Depressionen leide, die ich zum Glück sehr gut im Griff habe, weil ich ein sehr gefestigtes Umfeld hier habe. Ich bin sehr glücklich mit meinem Partner, mit meinen zwei Töchtern, wie ich hier lebe. Das ist alles super.
Aber das hat mich wirklich so zurückgezogen und mich wirklich in ein Loch geworfen, weil so viel Hass auf mich zu. Man muss sich das mal geben, so, ne? Das war nur ein Nebenschauplatz. Es war nur ein Nebenschauplatz. Das, der Hauptgrund für dieses riesen Tweet-Statement von Unge war es, meiner Meinung nach, seine Ex-Freundin, die ein Statement vorbereitet hat, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Mit der Namensnennung und mit dem, die da hat, und die ist gemeine böse böse, auf einem 2,5 Millionen starken Twitter-Account hat er effektiv diese Mutter mit zwei Kindern komplett aus dem Leben gerissen für ein paar Tage. Also hätte sie nicht den Support gekriegt, den sie gekriegt hat, so, und das Umfeld, was sie gehabt hätte, so, wer weiß, was da passiert wäre. Das war einfach, das war einfach nur full show of force. Da sollte jemand eingeschüchtert werden. Weil sonst nennst du doch keine Namen, wenn du die Person nicht einschüchtern möchtest. Und ich einfach nicht verstanden habe, warum ich da so aktiv mit reingezogen wurde. Namentlich. Ja, von jemandem, der Sinn. Weiß, was das auslöst, wenn man als so großer Mensch Namen nennt. So, ich verstehe es auch heute noch nicht. Also natürlich kann ich es mir irgendwie erklären, warum er das gemacht hat. Das Ding ist, auch selbst wenn er ihren Namen positiv genannt hätte, wären da irgendwelche Leute in ihre DMs geslidet, hätten sie durchbeleidigt. Sogar dann. Du schleimst ja nur bei dem ein, weil du Fan. Die Leute finden immer Gründe, um zu haten. Aber ich verstehe es nicht. Ich krieg's nicht in meinem Kopf. Und ich bin wirklich dankbar, dass das sich jetzt langsam alles aufklärt, dass sich mehr Leute zu Wort melden und dass sich diese Stimmung endlich wandelt und dass nicht mehr auf so kleine Menschen, ich bin nicht klein, ich bin eine starke Frau, aber Simon ist ja ein großer Creator und wir sind ja nun mal drei kleine Mäuse im Vergleich. Und ich bin froh, dass dieses Eindreschen... Dass so klingt halt keine Person, die böswillig aus einer Laune heraus jemanden fertig machen möchte, sondern so klingt eine betroffene Person, die von einer so viel größeren, reichweitenstärkeren Person angegangen wird. So. Das sind Emotionen. Die haben wir in seinem Statement nicht gehört. Da hatte teilweise noch, hörte man sogar das Schmunzeln raus. Morddrohung. So wenig hat denen das gejuckt. Fürchterlich schlimme Beleidigungen jetzt aufgehört haben. Also ich habe nichts mehr bekommen seit dem Video von Rachel. Auch heute, ich hatte wieder... Weil das Video seine Glaubwürdigkeit von hier bis zum Mond und wieder zurück zum Mond geslappt hat. Ich habe super mit meiner Tochter gespielt. Ich habe mich richtig erleichtert gefühlt. Ich konnte wieder atmen. Das hat wirklich so ein richtiger Stein von meiner Seele gefallen. Ja, also ich höre jetzt auf hier. Jetzt habt ihr meine Seite gehört und meine Geschichte gehört. Und ich hoffe, ich kann damit irgendwie zu der ganzen Aufklärung beitragen. Und ja. Und auch das zweite Statement war auch... Ja, das zweite Statement war nochmal Vorbereitung, um halt weitere Enthüllungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, meiner Meinung nach. Weil in dem Fall ist es ja so, dass er sich ja schon einsichtig gezeigt hat. Und dann muss man ja auch, ne, dann reicht es ja auch irgendwann, ist ja richtig geschickt. Und ja, du auch noch. So. Das war der Todesschluss. Ja, das war Todesschluss. Das war wichtig und richtig, ey. So wichtig, ohne Witz. Ich poste euch hier auf jeden Fall auch nochmal rein. Das volle, vollständige Solidarität für Kiki. Sehr mutig und sehr stark, dass sie das trotzdem alles durchgezogen hat und das überstanden hat. So, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, von so vielen Ekligen gehatet zu werden, einfach nur, weil ein großer Influencer einen Finger in deine Richtung zeigt. So. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ich habe direkt erstmal einen Kommentar da gelassen, das solltet ihr auch tun.